Greg ist ein echtes Arschloch. Halt doch dein Maul. Nee, boah. Es ist so unglaublich unnatürlich, so zu schießen. Ja, richtig, Fall runter, mach was du willst. Ich hab nur noch einen Trefferpunkt. Might as well, fuck it. Dass du so genau zielen musst auch dafür. Das ist das, was hier... Das ist die schlimmste Tatsache hier. Dass du so übertriebens gut zielen musst. Ja, an sich kann ich es hier mal wieder abschminken. Weil hier ist nirgendwo Energie. Treffer. Treffer. Ey! Du schummelst doch! Fuck. Das Problem ist, wie komme ich noch weiter nach oben? Och, dieses Level fängt an, mich so anzupissen. Einfach, weil es so ist, wie es ist. Einmal von da komme ich. Ich muss aber irgendwie... Ich habe den Hebel doch gesehen. Wo war denn der jetzt? War der da oben? Ja, das da oben sieht nach dem Hebel aus. Das Problem ist, wie komme ich da jetzt ganz nach oben? Ohne Fledermaus-Taktik. Ich wünsche mir echt die Fledermaus zurück, ey, ohne Scheiß. Ich wünsche mir so sehr die Fledermaus zurück. Mir einfach eine Fledermaus verwandeln und sagen, you know what, fuck it. Aber hier ist nirgendwo Energie. Nirgendwo. Nicht ein Fitzel. Wie erwarten die, dass man den gesamten Fuck ohne irgendwelche Energie oder Hilfsmittel macht? Nur mit der weltlangsamsten und weltschwächsten Shotgun. Ja. Ich abgerutscht bin. Ich meine, ich schneide das am Ende. Es hat ja hier mittlerweile eh keinen Zweck. Also von daher kann ich auch weiter aufnehmen und dann schneiden. Das ist fuck egal. Das ist der. Das Problem ist, warte mal, wenn du die Shotgun draußen hast, du kannst dich... Ich kann mich noch frei... Oh mein Gott! Seht ihr das? Es fühlt sich so an, wie es aussieht. Schrecklich. Nur mal so. Es fühlt sich an, wie es aussieht. Absolut schrecklich. Du zielst, wo du vorher mit gelenkt hast. Und du... Oh mein Gott. Und du bewegst dich, wo du vorher die... Es ändert einmal alles. Und das ist total grundlos. Das ist das, was hier mich so mega abfuckt gerade. Die Controls für die Shotgun. Wie sie funktionieren. Es schmeißt einfach dein gesamtes Bild komplett über den Haufen. Es schmeißt alles, was du in diesem Spiel dir beigebracht... Hör doch mal auf, da jetzt runterzurutschen! Du behinderter Eichhörnchen, fuck! Jesus Christ! Alter, es ist nicht so, dass ich hier mit Energie um mich schmeißen kann! Oh! Dieser Part! Und ich hab gedacht, die anderen Parts wären schlimm. Ich hab gedacht, die Disco-Scheiße wäre schlimm. Ich hab gedacht, diese fucking Dino-Scheiße wäre schlimm. Nee! Willkommen in Dracula, Motherfucker! Wir haben gedacht, du magst die Control so sehr. Wie wär's, wenn du sie jetzt nochmal komplett neu lernst? Also komplett neu. Bring dir alles neu bei. Es ist... So funktioniert kein Spiel. Oh ja, fuck you. Oh. Und sobald du R1 loslässt... Schreddert man deine gesamte Energie weg. Ich habe fast alles an Energie verloren. Wegen zwei Zombies, die respawnen. Hier. Gönnt euch.
Das ist dumm. Nee, sorry. Das ist dumm. What the fuck? Ich kriege nichts an Energie wieder. Oh, ich komme darauf nicht klar. Nee. Und es ist eine Shotgun. Ergo, die Range ist garbage. Die Range ist absoluter Müll. Also mit Range brauchst du gar nicht anfangen. Das Schlimme ist, die Leben sind wertlos. Leben haben absolut keinen Sinn. Sie haben absolut keinen Sinn. Null, nada, niet. Weil ich respawn jetzt an derselben Stelle sowieso. Und das war die letzten Male genauso. Ich respawn sowieso an derselben Stelle. Ergo, Leben sind wertlos. Das Einzige, was halt passiert ist, wenn du keine Energie mehr hast. Klar, du musst alles nochmal von vorne machen. Aber die Leben haben absolut keinen Verwendungszweck. Ich versuche die mal einzeln jetzt herzulotsen. Auch wenn ich denn immer noch keine Ahnung habe, wie ich an den fucking... Boah, das ist so unnormal. Das ist absolut unnormal. Dazu, die Steuerung ist invertiert auch noch. Damit kann ich sowieso nicht arbeiten. Aber da das Spiel keine Option hat, brauche ich gar nicht gucken, ob sich da... Oh ja, wie fair! Ja, lad in der Zeit nach! Gönn dir mal! Und wo kommst du jetzt her? Diese Headshots-Only-Regel, ne? Die könnt ihr euch sowas von ins Knie blasen. Wo führt das denn jetzt hier hin? Ach so, Todesraum. Okay. Alter, das ist echt nicht witzig hier. Das ist echt nicht witzig. Das macht auch keinen Spaß. Das ist Frust. Das ist ein Difficulty Spike, wie er im Buche steht. Und mit Difficulty Spike meine ich hier ein Speer. Wieso kann ich denn jetzt das B nicht benutzen? Sind die Biester weg? Ach, wat. Ach, wat. Das bleibt tatsächlich mal da. Okay, wisst ihr was? Gut. Also, ich gönn mir jetzt. Das ist mir egal. Das ist, ich hab die Schnauze voll. Das ist mir echt zu blöd. Wirklich hier so eine Stelle, wo ein Fehler dich sämtliche Energie beraubt. Das mach ich nicht mit. Ah ja, das war der Weg hier. Gut. Die Fledermäuse bleiben, also im Grunde tot. Die sind irgendwie... Sie sind nicht so wichtig. Nee, aber ohne Scheiß. Ich hab den Sack sowas von dicht hier. Ich gönn mir Safe States. Schnauze voll. Fuck you. Ich weiß, dass du hier nicht... Ach ja, scheiße. Gibt's ja gar nicht mehr. Zack. Fuck you. Fuck you. Ja, ich habe mir jetzt ein Safe State gesetzt. Das ist mir so egal. Richtig, fall runter und geh drauf. Das ist mir egal. So. Der Weg ist frei. Das heißt, ich könnte jetzt tatsächlich einen Schlüssel tatsächlich holen. Oh mein Gott. Ich darf tatsächlich einen Schlüssel holen. Fehlen ja dann nur noch zwei. Ich will gar nicht wissen, was das Spiel mir dann noch an den Kopf wirft. Beziehungsweise, da muss ich irgendwie noch einen Weg in die obere Etage finden. Wo ich noch keine Ahnung habe, wie ich das machen soll. Und dann muss ich hier noch den... noch einen dritten Schlüssel irgendwo finden, wo ich jetzt keine Ahnung habe, wo der ist. Ich gönne mir jetzt, es ist mir sowas von Wurst. Ich will hier nicht bis morgen Abend in diesem verkackten Level sitzen. Wie haben Leute das damals gemacht? Also Respekt an alle, die es damals hier so gemacht haben. Safe State, schmutziges Wort, Digga. Das ist verfickt nochmal, mir egal. So, fuck this shit. Ich geh jetzt hier hin und mach das jetzt. Fuck this fucking fuck. Allein die Tatsache, dass du den Schlüssel nicht ablegen kannst, es sei denn, du fällst 2 Meter. Es ist Blödsinn. Ne. Das Spiel braucht ein Remake. Ein vernünftiges Remake. Wo denn tatsächlich
die Kamera das Aim kontrolliert, so wie es sein sollte. Und nicht, dass auf einmal denn sich alles umdreht. Falscher Raum? Nee, sorry, aber das triggert mich hart, weil das sind Programmierentscheidungen, wo... Wo kommst du denn jetzt her? Oh shit, ich habe euch nicht ausradiert. Ah shit, das war, da war ja was. Egal, ihr seid zu langsam, als dass ihr gerade eine Bedrohung darstellt. So, das ist Nummer 1. Und das öffnet da was. Okay, so viel dazu. Wisst ihr was? Das gönne ich mir jetzt auch. Zack, fuck this shit. Es hat ein Xbox Remake, aber die Frage ist, hat man da tatsächlich denn was behoben? Weil dieses Spiel hat Fehler und davon nicht zu knapp. Dieses Gunplay zum Beispiel. Das ist ein Fehler im Leben. Dass sobald du zum Zielen übergehst, dass alles inventiert wird. Dass alles sich umdreht. Wo ist denn jetzt der eine hin? Hier war doch noch einer. Ich lauf lieber. Bevor der hier gleich sonst wo ankommt. So, okay. Das heißt, wir haben jetzt den... Wir haben ja jetzt einen Durchgang. Die Fuck you, Game. Die Frage ist jetzt, wie kommen wir... Warte mal. Ich kann von hier aus darüber, ne? Quatsch. Zum... Ich konnte doch von hier aus zum Garten... Meine ich doch. Ich muss dann nur... Ja, ich muss nur einmal ganz rüber. Glaube ich. Ich warte ja nur drauf, dass das Spiel mich jetzt gerade nochmal abfuckt. Wisst ihr was? Ich gönne euch das gar nicht. Ich gehe woanders lang. Ich gehe einfach den anderen Weg. Fuck it, ich gehe den langen Weg. Ist mir sowas von Wurst. Das ist... Wo kommst du denn jetzt schon wieder her? Jetzt sag mir nicht, ihr respawnt. Ohne Witz, wenn ihr jetzt sagt, ihr respawnt, dann krieg ich hier echt einen Kram. Wo kommt ihr denn alle her? Oh mein Gott! Zu viele! Ist hier... Sind hier welche? Ja, hier sind auch welche. Guten Tag. Das sind... Alter... Viel zu viele for comfort. Ich habe beide nicht gekillt. Wow. Okay, da haben wir zwei. Get the fuck over here. Zumal das Zielen ist auch noch richtig schwammig. Also das hier links und rechts Zielen, das ist schlimm. Ist das ein Villager? Was macht der hier? Na, komm her jetzt. Oh Gott. Es sind trotzdem 57 Leute, die sich mein Garage antun. Es ist immer schön zu sehen. Okay, Sekunde. Es tut mir echt leid, dass ich jetzt hier Safe States benutzen muss, aber... Sonst sind wir hier echt die nächsten Jahre noch mit beschäftigt, weil das ist... Das ist etwas, woran ich mich nicht gewöhnen werde. Oh, zumal das Nachladen. Ja, euch muss ich loswerden. So nervig ich das auch finde. Ich hätte gern, echt zu gern, eine Sniper-Rifle oder irgendwie eine MG. Eine MG wäre eigentlich noch effektiver. Oh, fuck dich. Wieso habe ich denn da jetzt nochmal Schaden genommen? Kannst du mir das mal klären, Spiel? Fick dich, Arschloch. Ist dann noch einer gewesen? Nope. Okay, let's go. Das ist echt nicht mehr witzig. Das ist echt nicht witzig. Wer kommt auf so eine Idee? Oh, was ist deine Sorge denn jetzt, du Wichser? So, okay.
Dann spielen wir ins Bein, piss ich zurück. So schaut das aus. Ach, hier ist das jetzt. Jetzt kann ich einmal... Oh, Gottes Willen. Das heißt, ich muss jetzt so ganz rum? Und hier sind jetzt Zombies. Ach ja, Mensch. Wir haben ja noch nicht genügend Sorgen gerade. Wir haben ja noch nicht genug Sorgen. Ja, ich habe genug Probleme jetzt. Dann ist die Frage, wie kommen wir dann immer noch an den Hebel? Beziehungsweise, wo ist der dritte Schlüssel? Weißt du, ja, das ist auch so ein Problem. Das Ding hat gefühlt unendlich Munition. Das Fakt ist, es hat unendlich. Scheiße. Okay. Das Gute ist, hier kann ich mich wenigstens... Weißt du, hier habe ich wenigstens die Zeit zum Aim. Wo ist das Scheißteil? Halt dein Maul. Ihr rafft gar nichts, das ist auch gut. Oh mein Gott. Das Schlimme ist, ich wusste ganz genau, worauf ich mich hier einlasse. Ich wusste ganz genau, dass dieses Spiel eine Menge Frustpassagen hat. Das habe ich schon mehr als einmal gelesen. Aber trotzdem... Eine MG ist viel praktischer. Auch wenn ich die Leute in The Walking Dead immer zu geil finde, die dann auf Dauerfeuer machen. Wo ich mir denke, ihr inkompetenten Fucks. Erstens, ihr verschwendet Munition wie ein Motherfucker. Und zweitens, ihr trefft nicht. Oh, Schnauze. So, ich hoffe, ich hab die jetzt alle aus dem Weg. Na, zur Not. Zombies kann ich noch outrun. Wenn ich Glück hab. Das Spiel sagt, ich hab Glück. Jesus Christ. Und dann ist die Frage, wo ist der dritte? Und dann nichts wie raus hier. Das ist echt ein Difficulty Spike, wie er im Buche steht. Das muss ich jetzt mal ganz ehrlich, ganz geradeaus sagen. Das ist hier echt ein Difficulty Spike, wie er im Buche steht. Du hast super schwere Gun Controls. Du hast nichts, was dich wieder auf an Energie wieder auffüllt. Nirgendwo. Habe ich hier irgendwie einen Ah, fick dich doch. Halt dein Maul. Weißt du was, fick dich. Ich hab dich abgeknallt vorhin. Keine Ahnung, wo du wieder herkommst. Ich hab ja auch Schiss, dass hier jetzt hier wieder... Nee, die bleiben tatsächlich diesmal tot. Okay, okay. So far, so good. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein... Wieso ist der denn jetzt schon wieder da? Oh mein Gott, Energie! Nachdem du 2 von 3 Schlüsseln besorgt hast, wo du tonnenweise Zombies für abknallen musst, dann entscheidet sich das Spiel, auch jetzt geben wir dir mal Energie. 3 Stück. That's enough. Das ist... Spiel, das ist dreist. Das ist echt dreist. Nachdem das meiste getan wurde, gibt's Energie. Und dann nicht mal voll. 3 Stück. Nach dem Motto, hier, deal with it. Wo ist denn jetzt die Leiter dafür? Muss ja irgendwo... Ach, da hinten. There we go. Conquer in Smash Bros. Wäre geil. Aber dafür ist Smash Bros. Ein bisschen zu viel Pay to Win. Das heißt, wir brauchen Charaktere, die ein bisschen mehr broken sind. Conquer ist dafür nicht broken genug. Oh, oh mein Gott. Gib mir den. Gib mir den auch. Und den ebenso. Und da ist der letzte oh mein Gott. Ich sehe genau, wohin das läuft. Und ich habe nichts von diesem Scheiß. I'm not having any of that shit. Wo war jetzt hier der Hebel? Ach, da hinten, ne? Okay. Fop. Das Schlimme ist, ich habe mich hier gerade mal dran gewöhnt, wie hier die Sprung und die ganzen Controls dafür sind. Wenn man denn sich noch eine komplett neue Regelung angewöhnen muss. Okay, da unten komme ich raus dann. Oh, wir haben es also beinahe nicht. Fuck. Das heißt, ich muss jetzt wieder zurück. Das heißt, ich muss jetzt komplett wieder zurück. Und diese...
Halt dich bloß nicht an der Leiter fest. Ich mag sein, dass ich da auch direkt neben stand, aber egal. Ich bin gerade getriggert, ich darf das. Ah, shit, warte mal, jetzt muss ich ja den ganzen Weg wieder zurück. Ich will das Level hier beendet haben heute. Damit möchte ich das hier beenden. Diese Aufnahmesession von Conker. Und dann machen wir Spidey heute fertig. Und damit meine ich fertig. So wie im Sinne komplett fertig. So, das heißt, wir müssen jetzt uns um diese eine Zombine da auch noch gleich kümmern. Und um den Kollegen da. Ja, du stehst jetzt ganz klasse. Just saying. Ich kann nichts sehen. Oh mein Gott! Die Kamera hat einen 360 auf meinem Arsch gemacht. Das ist auch nicht schön. Und jetzt ist hier ein Geheimgang. Welcome to the Geheimgang. Oh gut, immerhin müssen wir das Ding nicht kilometerweit schleppen. Aber, okay, das verstehe ich jetzt noch weniger. Warum kriege ich denn nach dem letzten Schlüssel, also vor dem letzten Schlüssel, wo eindeutig am wenigsten Arbeit braucht, warum kriege ich da wieder Energie? Warum wird meine Energie hier jetzt, warum bist du schon wieder da? Warum wird meine Energie da aufgefüllt und sonst nicht? Das ist echt, kann ich nicht nachvollziehen. Das macht doch keinen Sinn. Nach all dem Scheiß, was du dich hier durchmobben musst. Finally. Ja. Oh yeah, I forgot about those guys. Gut, dass die Tonne hier ist. Yeah. Gut, dass die Tonne auch so viel Spaß gemacht hat beim letzten Mal. Ich kann euch einfach überlaufen. Oh mein Gott. Ja, wenn das Zombie ist, ich hoffe, er nimmt es mir nicht so übel. Aber das ist persönlich. Autsch. Ja, okay, die Szene hatten wir schon. Game over. Okay, pass auf. Folgendes. Ich habe eben gerade noch einen Safe State gesetzt, just in case. Nur für den Fall, dass das Spiel mich gerade wieder complete flicken will. Ist die Tür offen? Die Tür ist offen. Okay, gut. Alles gut. Dann verstehe ich immer noch das System von Leben nicht. Sorry, aber Leben machen irgendwo keinen Sinn, wenn irgendwie fast alles ein Checkpoint ist. Wenn Game Over quasi. Oh mein Gott! Das Ding ist so ekelhaft zu kontrollieren. Ay, caramba. Dieses Spiel ist wirklich echt 10 Spiele in einem. Okay, nochmal. Oh Mann, ich will nicht mehr. Oh, warum muss das auch so fucking eng sein da? That's what she said. Oh Gott, nee, sorry. Okay. Come on. Vor allem forget about those guys. Ich könnte genauso gut einfach an denen vorbeispringen, wie ich es vorhin auch gemacht habe. Okay. Wisst ihr was, ihr dummen Zombie-Wichser? Verpisst euch einfach. Geht mir nicht weiter auf den Sack. Ich habe echt die Schnauze voll von eurem Scheiß. Also fuck off. Ist meine Tonne. Bring ich jetzt zu Greg. Moment, kann ich damit durch die unsichtbare Mauer da hinten? Das wäre ja zu smaxy. Tatsache. Wie cool. Aber kann ich hier hoch? Kann ich da hoch mit? Okay, Conker, Mad Savage. Und okay. Hier sollten wir also damit hin. Das heißt, beim nächsten Mal geht's weiter. Enough of that shit. For fuck's sake. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Mäh.